Die Walküre aus dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Die Handlung wird präsentiert von Opera Inside, dem Online-Opernführer. Die Personen: Wotan, Gott und Herrscher der Welt. Fricka, Göttin der Ehe und Frau Wotans. Brünnhilde, Walküre und Tochter Wotans. Loge, Halbgott und Gehilfe Wotans. Sigmund, Sohn Wotans. Sieglinde, Tochter Wotans und Zwillingsschwester von Sigmund. Hunding, Ehemann von Sieglinde. In einem dichten Wald während eines orkanartigen Gewitters. Der verwundete Sigmund ist auf der Flucht. Mit letzter Kraft erreicht er Zuflucht in einem einsamen Haus. Es ist die Stätte Hundings und dessen Frau Sieglinde. Sieglinde erbarmt sich und gibt dem Fremden zu trinken. Hunding kommt nach Hause. Gedankenvoll erkennt er die Ähnlichkeit von Sieglinde und des Fremden und will seine Geschichte hören. Sigmund zieht seinen Mantel ab und erzählt, dass er eines Tages nach Hause kam und seine Mutter tot aufgefunden hatte. Das Haus war verbrannt und es war keine Spur von seiner Zwillingsschwester zu sehen. Er erfuhr später, dass seine Schwester in eine Heirat gezwungen wurde und er versuchte, sie zu retten. In diesem Moment erkennt Hunding Sigmund als seinen Feind. Aus Tradition gewährt er Sigmund für die Nacht Gastrecht und fordert ihn für den nächsten Tag zum Duell. Sieglinde verabreicht Hunding ein Schlafmittel und zeigt Sigmund ein Schwert, welches in einem Baum steckt. Wotan hatte es reingestoßen und demjenigen bestimmt, der stark genug ist, es rauszuziehen. Noch niemand hat es bisher geschafft. Sehnlich erwartet Sieglinde seither den Helden, der ihre Schmach tilgen wird. Sigmund packt das Schwert. Es gelingt ihm, das Schwert rauszuziehen, und er nennt es Notung. Sigmund und Sieglinde erkennen, dass sie Geschwister sind. Sie vereinigen sich ekstatisch und zeugen ein Kind. In der Morgendämmerung fliehen sie gemeinsam aus dem Haus. In der Berggegend des Götterreichs. Wotan ist bei seiner Tochter Brünnhilde. Er hat die Walküre zum Schutz des Sigmund befohlen, da er ihn für die Eroberung des Rings vorgesehen hat. Aber seine Frau Fricka verlangt von Wotan, im Kampf für Hunding zu unterstützen, da Wotan Sigmund mit einer anderen Frau gezeugt hatte. Zudem untergrabe er mit seinem Plan seine eigenen Gesetze. Tief betrübt befiehlt er Brünnhilde, dass Sigmund beim Duell sterben muss. Brünnhilde begibt sich zu Sigmund, der auf seinem Fluchtweg rastet. Sie teilt ihm mit, dass er sterben müsse. Zur Belohnung werde er in Valhalla einziehen. Als Sigmund erkennt, dass er ohne Sieglinde dorthin ziehen müsste, weigert er sich. Lieber will er mit ihr zusammen sterben. Ein großes und plötzliches Mitgefühl ergreift Brünnhilde und sie beschließt, Sigmund im Kampf beizustehen. Hunding hat sie verfolgt und er fordert Sigmund zum Duell. Sigmund packt siegesgewiss sein Schwert und stellt sich dem Zweikampf im Wald. Unterstützt von Brünnhilde gewinnt Sigmund rasch die Oberhand, als er zum tödlichen Hieb ansetzt. Erscheint plötzlich Wotans Speer und zerstört Notung. Und Hunding ersticht den waffenlosen Sigmund. Brünnhilde flieht mit der schwangeren Sieglinde auf das Gebirge zu den Walküren, die auf einem Felsen versammelt sind. Mit Schrecken erfahren sie von ihrer Schwester, dass sie auf der Flucht vor Wotan ist. Keiner ist bereit, ihr zu helfen. Mit letzter Kraft ermahnt Brünnhilde die schwangere Sieglinde, ihr Kind zu retten. Sie gibt der erschöpften Sieglinde ihr Pferd Grane und das zerbrochene Schwert für ihren zukünftigen Sohn. Sieglinde entflieht mit letzter Kraft in den Wald. Brünnhilde bleibt auf dem Felsen zurück und fügt sich Wotans Bestrafung. Sie verliert den Götterstatus und wird aus Valhalla verstoßen. Wotan will sie an einem Weg in einen Schlaf versetzen, wo sie dem erstbesten Mann ausgeliefert ist. Als Brünnhilde um Gnade bittet, akzeptiert Wotan, dass Loge zum Schutz ein Feuerwall um ihre Schlafstätte legen wird, den nur ein Held durchbrechen kann. Ergriffen sagt Wotan seiner Lieblingstochter Lebewohl. www.opera-inside. Alles über Oper. Erfahren Sie mehr über diese wunderbare Oper. Mit interessanten Fakten und großartigen YouTube-Videos. Besuchen Sie uns.